Wasko! Top meine Freunde, ich bin wieder weg am Start. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen YouTube-Video. Und heute gibt es wieder mal ein Koch-YouTube-Video. Hallo! Und heute gibt es Cordon Bleu. Meine Schwester muss wieder einmal reinschiessen, man kennt sie. Dazu brauchen wir Schweinskorée. Dann habe ich hier Raclette-Käse mit Pfeffer. Ich will mal etwas ausprobieren. Das sind Schweinsnierstücke vom Broten. Das ist immer Pöck, wenn das feurig bleibt. Schluss haben wir Paniermehl, Mehl, Ei, Hausgewürz vom Metzger vom Vertrauen, Salz, Pfeffer. Und mehr brauchen wir literally nicht für Gordon Bleu. Und dann sieht man sich bei den Vorbereitungen. So, meine Damen und Herren, ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorbereitet. Das heisst, jeder hier kann man beim Metzger einfach sagen, ich würde gerne einen Schmetterlingsschnitt haben. Und es ist jetzt ein Schweinsnierstück. Man kann natürlich einen Kalb nehmen, aber das Originale ist, glaube ich, sogar Kalb. Und dann tut man einfach Schinken, oder in meinem Fall jetzt wieder auch Schweinsnierstück braten, drin. Ein bisschen Käse. Und dann nochmal eins drauf. Und, oh, warte, ich muss das lieber auf diese Seite. Natürlich habe ich meine Hände vorher gewaschen, man kennt ihn. So. Wir müssen das gar nicht machen. Der Metzger hat sogar schon geblättet für mich. Und schon hier haben wir das Cordon Bleu fini. Und ich würde es auch nicht zutun, weil nachher beim Panieren könnt ihr es allgemein selber zutun. Und dann sieht man sich, wenn wir die wieder alle gefüllt haben. Ich tue Cordon Bleu bewusst innen durch nicht salzen und pfeffern. Dadurch, dass ich nämlich die Cordon Bleu noch nicht direkt machen, sondern erst am Abend. Jetzt ist nämlich erst Eis, also halbe Eis besser gesagt, und die werde ich erst am Abend um 8 Uhr machen. Und wenn ich denen wird salzen, wird sie einfach saften, und wenn ich sie anbraten, tritt überall Saft raus, oder die Banane wird innen durchweich, und oder wenn du es aufschnittst, fließt der Käse nicht richtig raus, sondern weil dann bleibt einfach nur noch so Käse mit Saft, und dann ist es so flüssig, und das ist gar nicht tschuk-tschuk. Deswegen mache ich da jetzt gar nicht machen, und Pfeffer auch nicht, weil ich hier einen Pfeffer-Raclette-Käse habe und da gibt es schon genug Geschmack ins Cordon Bleu ab. Aber was ich machen werde, ist, ich werde den Ausserteil, also besser gesagt die Banane, nachher würzen. Aber man sieht sich dann. Und so sehen alle Cordon Bleu mal so aus. Und jetzt werden die noch paniert und dann sehen sie noch besser aus. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir schon zu der Panierstrasse. Und der einzige Trick ist, beim Panieren, oder besser gesagt, bei Cordon Bleu panieren, ist es das Cordon Bleu doppelt panieren. Das heisst, wir gehen vom Mehl ins Ei ins Paniermehl und dann wieder zurück ins Ei und dann wieder zurück ins Paniermehl. Ganz einfach. Und da machen wir, tun wir ins Ei ein bisschen Gewürz rein und ins Paniermehl ein bisschen Gewürz rein. Das ist jetzt eben Hausgewürz vom Metzger. Ich finde das immer etwas sehr Gutes. Und das ist auch etwas sehr fake. Dort ist wahrscheinlich Paprika, Rosmarin, Pfeffer, Salz. Ganz viele verschiedene Sachen drin. So. Wenn ihr in das Gewürz seht, könnt ihr das erste Cordon Bleu nehmen. Dann zuerst ins Mehl. Mehl wenden hier. Alles schön Mehl. Ein bisschen abklopfen. Dann ins Ei. Und jetzt müsst ihr halt einfach schauen, dass ihr alles gut festhält. Weil jetzt kann nämlich das Zeug scharf rausfallen. Nachher ins Paniermehl. So. Ich merke jetzt schon, dass es schon gut hält. Aber ich will natürlich, dass es noch besser hält. Dann gehen wir nochmal ins Ei rein. Und wieder ins Paniermehl. Das gibt eine richtige Sauarbeit. Wie man sieht. Dann könnt ihr schauen, dass ihr die Ränder so ein bisschen flach drückt. Nachher habt ihr das Cordon Bleu, das nicht kann auseinanderfallen, wenn ihr es anbrotet. Ganz einfach. Und das mache ich jetzt nochmal 7 Mal. Und man sieht sich dann, oder besser gesagt, ich mache wahrscheinlich einen Zeitraffer. So,
zeige ich euch noch einmal die Gordon Bleu von der Aufnahme. Und dann sieht man sich, wie ich die dann anbrote. Aber sie wahrscheinlich dann keinen Ton. Und wie wir es dann anrichten. Und ich werde euch dann noch sagen, wie genau das alles wieder ablaufen. Aber jetzt muss ich hier schon aufräumen. So, meine Damen und Herren, da sind die fertigen Gordon Bleu. Es ist jetzt komplett fertig und da müssen wir drauf sein. Und die tue ich jetzt einfach kühlen, bis am Abend. Dann tue ich sie anbraten auf beiden Seiten, etwa 1,5 bis 2 Minuten. Dass sie einfach eine schöne braune Kruste haben, im Öl schwimmend. Und dann kommen sie mal in den Ofen für etwa 4 Minuten, damit auch der Käse innen durch gut schmilzt. Und dann kommen wir zu raus. Und dazu gibt es heute Ofengemüse. Das Ofengemüse seht ihr dann im letzten Video bei den Quesadillas. Das, was jetzt am letzten Mal gekommen ist, macht genau noch mal das Gleiche. Und Pommes frites. Wir haben einfach eine Fritteuse heim und es gibt TK-Pommes. Also Tiefkühlpommes. Nicht selber gemacht, die leider. Aber ich habe die Zeit heute auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, man sieht sich dann, wenn die Gordon Bleu wieder angebraten werden und auf dem Teller sind. Schöne Münne miteinander. So, meine Damen und Herren, ich tue mich hier jetzt in dem Voice-Over melden. Und zwar konnte ich hier nicht Medien aufnehmen, weil also meine Stimme kann aufnehmen, weil wir noch Gäste hatten und mein Vater hat das Ganze aufgenommen. Darum erzähle ich euch, was ich hier jetzt so gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt hier mal Öl drin, damit es Gordon Bleu schwimmt. Auf der rechten Seite habe ich meinen Gemüsewalk, den ich gemacht habe. Und dann habe ich jetzt mein Gemüse rein, tue das scharf anbraten. Eigentlich nicht so spannend, ich weiß gar nicht, warum ich das so erzähle. Aber es ist einfach scharf anbraten. Natürlich hat der Brokkoli und der Blumenkohl etwas länger wie Peperoni. Aber es ist halt, ich finde es fein, wenn Peperoni und Zucchetti so etwas verkocht sind. Es gibt noch so einen richtig geilen Geschmack. Währenddessen warte ich einfach, bis Gordon Bleu endlich mal. Bis mal endlich das Öl heiß wird von der Gordon Bleu, lege meine Gordon Bleu reinlegen und schaue, dass sie goldbraun werden. Etwa so 1 bis 2 Minuten knapp habe ich die hier angebrötelt. Und währenddessen schaue ich immer wieder in die Backpfanne, dass sie nicht anbrennt. Ja, und normalerweise tut man bei Gordon Bleu eine grössere Pfanne nehmen und tut sie immer wieder shaken. Also das heisst, eine rundförmig mit der Hand so ein rundförmig Pfanne wenden sozusagen. Und damit so eine schöne Kruste gibt, auch das Öl sollte eigentlich auch über das Gordon Bleu gehen. Aber das ist mit dieser Pfanne momentan nicht möglich. Was ich vergessen habe, ist ein bisschen Butter drin zu tun. Finde ich noch ein bisschen komisch. Also besser gesagt finde ich nicht komisch, aber ich habe es einfach vergessen. Was ich jetzt hier noch drin habe, in die Wokgemüse gefahren, war ein bisschen Muskatnuss. Und schaut euch die Gordon Bleu an. Sie sind delicious as fuck. Nachher habe ich in die Gemüsepfanne, also besser gesagt Gemüsewok, habe ich noch ein bisschen Salz drin. Und Salz tue ich dann rein, damit es einfach ein bisschen Wasser entzieht im ganzen Gemüse, damit ein kleiner Sud entsteht, damit es auch ein bisschen gedünstet wird und nicht nur gebraten wird, die ganze Wokpfanne. Das ist eigentlich so der Sinn dahinter. Wenn das sind dann meine Gordon Bleu delicious angebrötelt worden. Mm. Ja, das ist eigentlich fast gewesen. Da habe ich jetzt die nächste Gordon Bleu wieder rein. Jetzt sieht man dann gerade, wie ich nachher salze. Also, ich habe glaube schon gesalzen. Mein Vater zeigt jetzt hier auf den Sud. Jetzt gibt es einfach einen kleinen Sud und so. Ja, das wollte ich eigentlich noch sagen. Dann wieder Gordon Bleu, immer wieder shaken die Pfanne, damit sie auch bombastisch aussehen. Und schaut euch die Gordon Bleu an. Delicious, schön goldbraun, so wie es sein müsste. Und jetzt sieht man einfach noch ein bisschen, wie die Pfanne oder die Wokpfanne schön aussieht. Schaut euch das Gemüse an, den Brokkoli, die Zucchetti. Es klingt ein bisschen lost, wenn ich das mache. Jetzt habe ich erst geschaut, ob der Brokkoli schon genug weich ist. Aber absolut nicht, weil er erst 6 Minuten drin ist und etwa 15 Minuten braucht. Und hier meine Gordon Bleu, schaut euch die an. Delicious. Die haben jetzt noch etwa so 30 Sekunden auf der einen Seite. Wow. Die sind auch mega fein gewesen. Ich nehme jetzt das gerade noch oben in der Nacht um 12 Uhr auf. Delicious sind die Gordon Bleu gewesen. Ja, check ich nochmal, ob alles genug weich ist, aber es war gar nicht weich gewesen. Jetzt kann ich jetzt über zu den Bar Gordon Bleu. Da sind noch ein bisschen shaken und sehen, wie gut das schaut euch das an. So mit Gordon Bleu ausgesehen. Schön goldbraun, ein bisschen brüni auf oben drauf. Und so eine shaken. Dann nehme ich es jetzt dann nachher, glaube ich, gerade raus.
Jawohl, Luca, super machst du das. Sehr gut. Kochen hast du doch nicht verlernt in dieser Corona-Zeit. Jetzt habe ich die rausgenommen hier. Ja, und so sehen nachher die Gordon Blues. Und ich habe noch die letzten 7 dann so weitergemacht. Dann kommen die nämlich nachher in den Ofen. Nachdem sie im Ofen, ich glaube bei 180 Grad, habe ich ihnen jetzt 6 Minuten noch mal gegeben, anstatt 4 Minuten, wie ich vorher gesagt habe. Weil ich einfach Angst hatte, dass der Käse innen durch nicht schmilzt, weil der Raclette-Käse ein bisschen länger hat. Nachdem sie fertig waren, habe ich sie angereichert mit ein bisschen Zitrone. Mega gut ausgesehen und bringe jetzt die Gordon Bleu zu den Gästen raus. Und das Gemüse habe ich auch schon mit rausgebracht und schlussendlich hat dann nachher der Teller so ausgesehen. Ist jetzt nicht der schönste angerichtete Teller, aber er ist gut angerichtet. Da habe ich jetzt probiert zu zeigen, wie der Käse rausschmilzt, aber ich habe es völlig verkackt. Aber jetzt hilft mir gerade noch meine Schwester hier. Und dann sieht man hier, wie der Käse rauskommt. Delicious. Man sieht auch noch das Pfefferkörnchen dort. Und bei meiner Schwester sieht man jetzt nochmal den Käse besser, dass er auch rausschmilzt. Ja, und das war es mit dem Video. Schönen Mühen miteinander.